Von Ayamaya oder wie heißen die? Ayamaya. Und das wurde mir netterweise zur Verfügung gestellt, dass ich darüber Videos machen kann, ob es leicht und ob es schnell aufzubauen ist, beziehungsweise dann auch wieder zusammenzubauen ist. Das werden wir uns jetzt angucken. Meine Tochter hat sich ein Zelt gewünscht. Ich war schon bei Amazon gucken wegen Zelten. Und dann kam mir halt die Firma über den Leber und die haben mir gesagt, jo, willst du mal testen? Und da sage ich doch nicht, nee. So, da sind noch, achso, hier sind noch. Ach, hier sind die Haken. So, jetzt bin ich mal gespannt. Heringe heißt es. Heringe. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das wirklich so leicht zum Aufbauen ist. Wir haben auch hier ein Gummi, damit es zusammen bleibt. So, wo ist unten, wo ist oben oder so? Hui! Das geht aber schnell. Oh, hier kann man so sehr zusammenrollen. Die Luke. Ach, hier. Ach so, das muss dann einmal komplett durchgespannt werden hier. Hier das hier vorne. Okay. Die Technik ist mir jetzt noch nicht so ganz klar, aber so. Ach so. Okay. Groß und geräumig. Ist für 3 bis 4 Mann geeignet. Da hinten können wir auch aufmachen irgendwie. Ich versuche mal auf der anderen Seite. Ah ne, hier kann man nicht. Doch, hier kann man aufmachen, oder? Doch, hier kann man aufmachen. Warte, ich muss nur den Reißverschluss, den Zipper finden. Ich hab ihn. Da habe ich ihn. Dann könnte man hier praktisch so ja komplett Durchzug machen. Das Gitter, ach, das geht hier auch noch von hinten ab, das Gitter. Da kann man praktisch als riesen Strandmuschel nehmen. Da muss man dann halt nur finden, wo der Reißverschluss ist. Ach so, nee, das klappt man weg. Okay. So. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ah, hier oben. So. Und wir haben heute. Ist sehr geräumig. Finde ich so im ersten Augenblick ganz cool, auch vor allem hier die Taschen. Da kann man eine Taschenlampe drin machen oder was weiß ich. Hier hat man dann so ein Fliegengitter. Man kann halt, wenn man halt dunkel haben will, kann man den Zug geklappt lassen oder halt das obere und das untere aufmachen oder nur das untere und das obere zulassen. Das ist halt eben selbst überlassen, bei der anderen Seite genauso. Ich habe gedacht, wir haben jetzt hier noch ein Unterzelt, aber hier gibt es kein Unterzelt. Ah, hier ist es nicht. Bei der Vorderseite oben, also da, wo ihr jetzt seid, da ist auch ein Haken, da kann man eine Lampe anhängen. Ja, ein bisschen komisch ist es halt bei euch da mit dem Stoff, mit dem Fliegengitter, das ist halt außen vom Zelt und das ist halt hier nicht so zusammen, das ist halt hier einzeln und das kann man halt hier zumachen. Warum das denn nicht hier dran ist, weiß ich auch nicht. Achso, dann kann man praktisch. Nee,
Also wenn das Fliegengitter zu ist, kann man das ja... Oh, keine Ahnung, das ist mir zu hoch. So. Genau, zeig das mal, Schatzi. Dankeschön. Warte, ich streck das mal so ein bisschen, dass man das sieht. So. So, und hier vorne ist dann halt die Luken. Da kann man halt eins öffnen oder beide. Die muss man auch nicht nur mit den, also hier kann man so zusammenrollen mit denen, wo sind sie denn? Hier einrollen und dann hier mit den Dingern hier oben einfach zumachen. Und wenn man es nicht haben will, kann man auch dunkel machen. Dann ist da ein Reißverschluss. Auch beim Kleinen ist ein Reißverschluss, wo man schließen kann. Und somit ist es dann halt zu, blickdicht und man hat seine Ruhe. Ja, oh, ich schwitze, ist warm. Ist sehr warm, Leute. Gut, dann soll es jetzt erstmal so weit gewesen sein. Den Abbau filme ich nicht, weil meine Frau, die gerade die Kamera hält, die muss mir dabei helfen. Und dann gehen wir mal nach der Anleitung. Achso, wir haben auch hier noch Haken, die habe ich euch hier gezeigt. Die muss man natürlich noch reinmachen, damit das Zelt nicht wegfliegt. Ist ja ganz klar. Und hier ist eine Anleitung, wie man das wieder zusammenbauen soll. 1 bis 3. Nee, 1 bis 9. Kriegen wir doch hin, denke ich mal. Oder Schatz? Schatz nickt. Okay. Gut, dann mache ich hier erstmal einen Cut. Wir sehen uns gleich zu Hause wieder. Und zusammengebaut ist es auch wieder. Relativ. Wir haben nur den Fehler gemacht, wir haben die Lasche an die falsche Stelle gemacht, dass wir das nicht zumachen können. Muss aber jetzt sowieso nicht, weil das bleibt jetzt hier. Meine Nichte und meine Tochter wollen drin pennen. Ja, also werden die heute Nacht drin pennen. Also können wir gleich wieder ausbauen. Aufbauen. Wo sollen wir jetzt aufbauen, nu? Ja, dann wieder hier. So. Oh. So. Dann können die Kinder das gleich festmachen mit den Heringen und dann wartet. So, das wart auch schon. Bis zum nächsten Mal, ahoi, sagt euer Rudi.